Wie gesagt, wir benötigen sie für eine magische Beratung. Ein misslungener Zauberspruch auf einem unserer Gegenstände. Und unsere Magierin ist dafür nicht gut genug, um das wieder wegzukriegen da. Aber guck böse. Da brauchen wir halt jemanden, der sich mit Magie besser auskennt als die Magierin da hinten. Die hat noch nicht Talana ganz guckt so viel noch böser. Erfahrung. Außerdem haben wir euch auch euer Leben gerettet. Und das Einzige, was ihr uns als Dank bisher dafür gezeigt habt, ist, dass ihr uns nicht verraten wollt, wo eure Freundin zu finden ist. Er hat sich bei euch bedankt und du hast ihn direkt darauf angesprochen, ob er irgendwo Schmuck hat. Nein, so war das nicht, Basti. Ich habe ihn darauf angesprochen, was hier passiert ist. Er hat gesagt, es wurden alle umgebracht und danach warst du auf einmal sehr besessen mit der Idee, diese arme, total verängstigte Gestalt danach zu fragen, ob er irgendwo Schmuck rumliegen hat. Ich habe nicht ihn gefragt, ob er irgendwo Schmuck liegen hat. Also Talana guckt sich das Ganze noch ein bisschen an und spricht ihn sauber. Und Okay. zwar Freundschaft. Ist ein Ah, Cantrip, okay. funktioniert immer und ist auch nicht irgendwie eine Beeinflussung oder so. Ich krieg nur einen Bonus auf. Was steht hier? Ne? Ich habe einen Advantage-Wurf auf alle Charisma-Checks. Und dann versuche ich die Zwergin anzustupsen und zur Seite zu schieben so ein bisschen. Und dann halt das Ganze nochmal so ein bisschen zu relativieren. Also, hey, ganz ruhig, wir wollen nur kurz zu ihr und dann zeige ich ihr irgendwie meinen Stab und dann das hat hier nicht funktioniert bei der Verzauberung und dann wollen wir zu ihr. Ich versuche das Ganze, also das gleiche, was Kyria eigentlich gesagt hat, nur ein bisschen netter. Sofort ist der Jäger deutlich hilfsbereiter. Solange wir versprechen, dass ihr wirklich nichts tut, ihr scheint vernünftiger zu sein als die Zwergin. Verlasst diesen Ort gen Süden und dann betretet den Wald und haltet euch gen Osten. Dann müsstet ihr auf eine Lichtung kommen. Und dort wird Xandra sein. Danke. So wie ich sie kenne, wird sie euch vielleicht schon erwarten. Wieso sagt ihr Ich das? murmel, warum nicht gleich so? Sie weiß häufig schon, was in der nahen Zukunft passieren wird. Außerdem hat sie Augen und Ohren im Wald. Ihr Guckt solltet seine vorsichtig sein, Kampfente sie ist. skeptisch an. Die Kampfente ist eine tote Ente, die er gejagt hat. Achso, okay. Die. Ich sag zu den Ihr anderen. solltet wissen, dass sie eine mächtige Hexe ist. Sie ist älter als jeder von uns. Sie ist Deshalb schon wollen wir immer ja hier auch zu gewesen. ihr. Wir sollten uns beeilen und die Hexe aufsuchen. Wo sind eigentlich Farun und Viktor abgeblieben? Diese Nichtsnutze. Talana zuckt mit der Schulter. Dann Viktor suchen kommt aus wir dem sie. Haus. Und wo ist dieser dämliche andere Elf? Mensch, Mensch. Ich Du glaube. bist ein Elf. Bin ich ein Elf? Ja, du hast zu uns am Anfang gesagt, du bist ein Oh, ich bin ein Elf. Ich bin Elfendruide. ein Waldelf. Stimmt, alles gut. Also, ich habe nicht gesehen, wie er das Haus verlassen hat. Ich war zu abgelenkt. Dann müssen wir in den anderen Häusern nach ihm suchen. Wir suchen nur kurz noch nach unserem Begleiter, einem Elf, Druide. Und dann werden wir euer Dorf auch wieder verlassen. Ich frage jetzt nochmal, ihr wollt wirklich Ich hier gehe bleiben? weg. Ich werde meine Frau beerdigen, meine Freunde beerdigen und vermutlich werde ich, nachdem ich Abschied genommen habe, mich auf den Weg zu Laras Taverne machen. Zu wem? Laras Taverne in Mieste. Okay. Ja, dann Vielleicht nickt. sehen wir uns dort dann ja wieder. Ja, Talana nickt und dann geht sie der Ich Zwergin so ein bisschen hinterher in die Richtung. stups Farun ziemlich unsanft an. Hey, wir machen uns jetzt auf den Weg.
Der hier ruft dir noch hinterher, du sollst Xandra von dem berichten, was hier passiert ist. Werde ich schon. Ich stupse sie nochmal unsanfter an. Wir machen uns ja, Farun öffnet die Augen, wacht aus seiner Meditation und meint, na, wenn es sein muss, dann gehen wir weiter. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf gen Süden hier. Zur Hexe. Jo. Also, könnte einer von euch noch die Leiche da ein bisschen weiter hier auf das Gras ziehen, ganz kurz? Victor, mach mal. Victor ist unser Lakai, damit hat er sich einverstanden erklärt. So, und dann probiere ich jetzt den Feuerzauber aus. Auf die Maske wieder. Das muss für den Jäger auch sehr irritierend sein. Ja, wir holen nur eben kurz unseren Freund und verschwinden. Puh. Macht einen sehr guten Eindruck. Die Maske beginnt zu glühen. Das Material fängt an, auf einmal Blasen zu werfen und scheint zu schmelzen. Unglücklicherweise frisst sich dabei das Material in die Haut des Gesichtes des Toten, wodurch eine Identifizierung unmöglich wird. Du siehst nur, dass du siehst jetzt nur ein entstelltes, relativ junges Gesicht vor dir. Du denkst zumindest, dass es ein junges Gesicht ist. Genau kannst du es nicht sagen, so entstellt, wie es jetzt ausschaut. Hm. Und es stinkt bestialisch. Ja, das hat es bei der Säure bestimmt auch schon, bei den Blitzen wahrscheinlich auch. Aber dann sage ich den anderen aus der Gruppe, dass Feuer anscheinend dieses komische Material am besten beschädigen kann. Das heißt, also ich sage das primär Farun, der hat ja sein Feuer bei Wurfding da. Dass wir damit gegen diese Art von Eindringling vorgehen sollten, falls wir sie nochmal treffen. Ja, dann folge ich der Zwergin. Gibt es im Süden noch irgendeinen Ausgang oder ist es hier dicht, wie es hier aussieht? Ihr geht nach Norden raus und haltet euch direkt danach dann in den Süden. Sekunde, muss euch einmal wieder durch die Gegend ziehen. Als es Nacht wird, beschließt ihr ein Lager aufzuschlagen und ich entschließe mich scheinbar dazu, meine Browser-Einstellungen zu zerstören und mega nah ran zu zoomen. Dann wollen wir noch machen. Haben wir jetzt eine Tagesration verbraucht, würde ich sagen. Essen, muss ja sein. Ich würde noch sagen, so bis Viertel vor oder so. Also mir wäre halb ganz recht. Ja. Wow, klingt gut. Okay. Das heißt, ihr rastet jetzt in Ruhe, regeneriert eure Lebenspunkte und legt euch schlafen, nehme ich mal an. Wollen wir unten eine Wache aufstellen? Genau, alle legen sich hin und schlafen. Nein, also Talana wird in ihrem Zauberbuch lesen und dann wird sie sich einfach hinlegen, weil sie davon ausgeht, dass irgendeiner der eher kämpfenden Leute sich darum kümmert. Ich stelle Victor für die erste Wache ab, übernehme die zweite und gebe dann Chidi die dritte Wache ab. Das sollte ausreichen. Perfekt, alle, die nicht da sind. Super. Wir haben ein Offizier, zwei Offiziere. Victor meinte ja auch, er wäre ein Offizier gewesen. Mhm. Deshalb Victor und ich macht schon mal Sinn. Und ja, Gidi, ansonsten du. Warten sind aber immer ganz gut. Okay, und mal gucken. Also ich vermute mal, ich kriege die Geschichte mit dem Jäger da, mit dem Jäger erzählt, irgendwie, während wir am Lagerfeuer sitzen. Weil bis jetzt weiß ich ja nichts davon. Ich bin ja quasi nur so hinterhergetrottet. Hinter der Truppe. Drecksjäger!
hat sich nicht mal ordentlich dafür bedankt. Mit der Information, wo wir die Hexe finden. Ja, dabei habe ich ihm sein Leben gerettet. Du bist aber auch sehr ruppig mit ihm umgegangen. Aber ja, er war sehr komisch. Ich habe ihn erst ganz nett gefragt. Ja, du kannst immer sehr gut nett fragen. Aber er ist komisch damit umgegangen. Also wenn man bedenkt, dass sein Dorf gerade angegriffen wurde und dass dann ein blutüberströmender Zwerg vor ihm steht, war verdächtig ruhig. Und auf Konfrontation aus. Also wenn er eingeschüchtert gewesen wäre, hätte er eher gesagt, wo die Hexe ist, ohne sich so großartige Gedanken zu machen. Aber er hat sich quasi gegen die ganze Gruppe gestellt. Und vor allem kam mir allgemein suspekt vor. Vor allem wusste er irgendetwas über die Schmuckstücke. Eindeutig. Die Frage ist nur, was? Hätte unser Bade sich nicht dazu entschlossen, tagsüber ein Nickerchen im Stehen zu halten, hätten wir es vielleicht auch noch herausgefunden. Wir sollten bei der Hexe übrigens vorsichtig sein, wenn sie wirklich so mächtig und so alt ist. Vielleicht. Gidi wirft ein, dass ihr in erster Linie höflich sein solltet, wenn ihr sie trefft. Vielleicht sollten wir den Zwerg nicht unbedingt reden lassen. Vielleicht solltet ihr dann auch mal mitkommen und nicht feige euch in irgendeiner Ecke verkriechen. Wo wir gerade beim Thema sind, ich würde ungern... Na, es ist schwierig. Also ich würde ungern zu der Hexe gehen mit dem Amulett. Aber wir brauchen ja die Hexe, um es zu identifizieren. Aber vielleicht sollten wir uns erstmal ein Bild von ihr machen, bevor wir ihr das Amulett zeigen. Weil wenn sie wirklich so mächtig ist, nimmt sie sich sonst vielleicht einfach von uns. Wir sollten sie auf jeden Fall einmal erstmal ausfragen. Ihr könntet euren Stab vielleicht wirklich schrecklich verzaubern und das... Als Vorwand nutzen? Hm. Ja. Oder nehmt euer Tuch, was ihr da am Leib tragt, den Fetzen da oder ähnliches. Irgendeine Geschichte, mit der wir glaubhaft ihre Hilfe benötigen könnten. Guck mal in meinen Rucksack. Oder versucht den Bogen von unserem Ranger hier zu verzaubern. Ist bestimmt lustig. Wobei, nein, ich habe hier ein paar Rapiere von den Gidi, Männern in Schwarz. Die könnten wir verwenden. Gidi sieht, wie Kafra durch ihren Rucksack fühlt und meint nur, du hast ja immer noch diesen komischen Hut. Ja, aber den werden wir nicht verzaubern. Da lasst ihr schön die Finger von. Wir nehmen einen von den Rapieren. Davon habe ich mehr als genug. Sicher, dass du nichts mit dem Hut machen möchtest. Ich setze den Hut auf. Du siehst bezaubernd aus. Vielen Dank. Und ich gebe Talana ein Rapier rüber. Hier, mach was damit. Also Talana hat keinen Zauberspruch, um irgendwas zu verzaubern. Das ist ein bisschen höher erst oben. Sie würde jetzt höchstens versuchen, irgendwie Magie da rein zu kanalisieren. Aber da muss sie rumexperimentieren, das weiß ich nicht, wie das funktioniert. Hast du irgendwie was Illusionsspruchmäßiges? Du hattest doch dieses Fragezeichen da mal hingebaut. Vielleicht kannst du damit was anstellen? Du hast die Frage, wie du es auslegst. Also ich kann halt kleinere Illusionen erschaffen. Das könnte ich darauf sprechen und das dann funkeln lassen oder so, aber da wird sie auf jeden Fall schnell durchschauen. Sonst... Es muss ja vielleicht nicht... Obwohl ich will nicht zu viel. Ihr dürft selber. Ich versuche eine kleinere Illusion drauf zu zaubern, wenn wir in der Nähe der Hexe sind. Weil wenn ich das jetzt draufzaubern würde, wäre es weg. Und ansonsten sagen wir einfach, du hast die Illusion nicht durchschaut. Das passt dann schon. Dann glaubt sie auch, dass wir ihre Hilfe brauchten. Und lacht dabei. Stimmt, ja. Also, ab ins Bett. Einmal schlafen. Ich würde auch sagen, dass wir dann jetzt bei der Rast die Erfahrungspunkte verteilen für das Dorf. Ja, du willst deinen blöden Stufenaufstieg nicht an, ne? Natürlich.
Das musst du dann aber noch erklären. Bei den neuen Regeln kenne ich das nicht, was da alles passiert. Steht in deinem Charakter, also was du da alles machen musst. Also, im was Grunde bei genommen, passiert. Du kriegst ein Hit-Dice an Leben dazu. Also du würfelst, sobald du Level up bist, einen deiner Hit-Dice. Als Magier hast du ein D6. Du würfelst ein D6, der wird auf deine Maximal-Hit-Points raufgerechnet dann. Wenn du eine 6 würfelst, im Maximalfall dann deine Hit-Points jetzt maximal plus 6 ist deine neue Maximal-Hit-Points. Dann hast du noch, je nachdem welche Klasse du bist, kriegst du noch spezielle Fähigkeiten extra bei euch. Also zum Beispiel die Zauber. Ab einem bestimmten Level, jetzt 3, 5, 7, meistens solche Sprünge sind das, kriegst du dann neue Zauberslots und Fähigkeiten. Das war's. So ziemlich, ja. Okay. Hast du ja bestimmt noch in Erinnerung, wie kurz und einfach die Stufenaufstiege in den Dungeon and Dragons Spielen sind. Das ist ja immer relativ easy peasy gewesen. Also hier hast du wirklich nicht großartig viel mehr. Du hast halt bei bestimmten Leveln, da steht dann bei deiner Klasse dabei, bestimmte Boni, die du bekommst, Fähigkeiten, Zauberslots oder ähnliches. Und dann halt einen Hit-Dice dazu. An Hit-Points. Ja, dann sagt mal an, was wir für Erfahrungspunkte bekommen. Auf jeden Fall kriegt jeder von euch pro Kampf, an dem er beteiligt war, beziehungsweise wir hatten uns ja für Gruppenpunkte entschieden. Gruppen, ja. Ja, dann kriegt jeder 250 Erfahrungspunkte. Was? Cool. Okay. Damit steige ich ein Level auf. Ja. Dann müsste nämlich jetzt jeder auch ein Level aufgestiegen sein. Was ist denn die nächste Stufe? Nach 300 kommen 600 oder 700? Ich muss das gleich eintrage. Warte mal. Kunde, Regelwerk suchen. Na, ich guck auch gerade. Ah, 900 ist dann Stufe 3. Okay, dann machen wir jetzt erstmal einen Stufenausstieg. Dann würfel ich jetzt noch meinen W6. Machen wir nicht mit Max HP oder so? Alter! Gräschummel. Achso, das war der Heilwurf, okay. Schon gut. Nee, ich hab den Hit-Dice hier. Du kannst würfeln, wir können uns entscheiden. Wir machen entweder Würfeln oder ein Hit-Dice oder dann steht bei Class Feature steht immer ein fester Wert, den du dann vergeben kannst. Also bei mir wäre es zum Beispiel 5. Fixer. Plus Constitution Modifier. Okay. Wie wollen wir es machen? Fix oder? Also ich kenne das halt noch aus Eye of the Beholder. Wenn man da das Random gemacht hatte, also das Computerspiel damals, konnte man eine echt beschissene Gruppe am Ende haben und dann gar nichts am Ende reißen. Das ist ein bisschen krass. Also wie die Unterschiede, die zwischen den Charakteren dann sind. Wollen wir fixe Werte nehmen? Ich würde fast sagen, ihr würfelt, weil okay. Hier haben wir das Gute, ja, wir können ja immer noch alles ausgleichen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel alle anfängt, bei jedem Stufenaufstieg nur das Minimum zu würfeln, vielleicht habt ihr Glück und trefft vier. Okay. Irgendwie. Ein D10 plus Constitution Modifier per Fighter Level. Gut, den muss ich noch hinzufügen. 3 und ich bin jetzt Fighter Level 2, also 6 hinzu. Sekunde. Das heißt, also ich lese das einmal vor. Kann maximal 8 Lebenspunkte dazu kriegen. Ja. Und du maximal dann auf einmal 16? Hit Points. Hit Dice ist ein D10 pro Fighter Level. Hit Points im ersten Level 10 plus Constitution Modifier. Hit Points mit jedem weiteren Level ein D10 oder 6 plus Constitution Modifier per Fighter Level. After first level. Okay, also einmal. Ich bin mir da nicht sicher, ob sie jetzt das erste Level meinen dann. Also Constitution Modifier. 1 oder. Ich denke, ja, 1 müsste es sein, dann 3. Also.
So wie ich das verstehe, ist das dein D10 plus der Constitution Modifier. Weil du kannst ja auch jetzt sagen, ich will jetzt nicht als Krieger aufsteigen, sondern ich möchte jetzt gerne als Dieb aufsteigen zum Beispiel. Ja, und du kriegst es pro Level. Ja, ein D10 plus Constitution Modifier und jedes Level halt ein D10 plus Constitution Modifier. Genau. Aber ja, 13 Punkte aufgestiegen mal eben. Ich habe meine HP verdoppelt. Das würde ich, also wenn es jetzt genau andersrum wäre, wenn Kyrie jetzt mal wegen nur Einsen würfelt und dann die Magier und Druiden immer ihre Max-Werte würfeln und dann die Stoffis quasi später mehr Lebenspunkte haben als ein Tank, das wäre halt komisch. Aber das wird ja scheinbar durch diesen Constitution Modifier Gedönse ausgeglichen. Ich meine, du. Die können auch eine gute Constitution haben. Daran ändert ja der Wurf nichts. Ist nicht von der Klasse abhängig, ja. Weil unser Druide ja scheinbar nur 4 Lebenspunkte dazu bekommen hat, wenn ich das Ja, richtig verstanden genau. habe. 4 plus 2 für den Con. Plus 2. Ah, Er okay. hat 2 Okay. Constitution. Und wie viel ist es bei unserer Magierin? Ah, ich guck gerade noch. 1d6 plus Cont. Ja, okay. Vier plus eins, also fünf mehr. Das lässt sich doch auch sehen. Ich habe jetzt 26 HP. Ja, ist super. Wie, beim ersten Level hatten wir aber Max gemacht, oder? Beim ersten Level ist es vorgegeben, was du kriegst. Ja, beim ersten Level hast du immer Max. Sechs plus, ah, okay. Bin ich jetzt bei 12. Wie niedlich. Ja, es wird später immer wichtiger mit den Tanks, dass die dann auch schön vorne sind, weil wenn einer von uns angegriffen wird, haben wir echt ein Problem. So, das war's. Ah ja, neue Zaubersprüche könnte ich mir jetzt raussuchen, wobei ich die erstmal kaufen müsste. Ich glaube. Warst abgehackt. Die meisten Sachen kriegst du, glaube ich, auch erst ab Level 3. Ich habe Action Search dazu bekommen. Was ist das für ein super Skill? Gunst Damit kann sie Free. eine Warte. Runde doppelt angreifen. Starting at Kann second sie level, also you zwei can Runden push hintereinander. yourself beyond your normal limits for a moment. On your turn, you can take one additional action on top of your regular action and a possible bonus action. Once you use this feature, you must finish a short or long rest, to use it again. Ab 17. Level kann man das dann zweimal benutzen, bevor man, rasten muss. Also ich kann einmal innerhalb eines Kampfes zweimal angreifen, plus Bonusaktion. Also angreifen, angreifen, Second Wind. Ha, geht's mir gut. Das ist doch alles der absolute Wahnsinn, dieses Regelwerk. Das Wir ist hätten doch fünf Krieger alles. spielen sollen. Einfach nur Krieger und alles gesecondwindet. Ihr braucht gar keine Heiler. Naja, gut, hätte ich sie nicht geheilt, wäre sie tot. Und Das nicht ich hätte sie nicht unbedingt. tun sollen. Echt. Also tot wäre ich Verrecken nicht lassen. unbedingt. Natürlich. Ohne, wie hättest du nicht heilen wollen? Du hättest deine, solange deine Lebensrolls. Throws gefehlt, ohne dass dich einer heilt, und dann Nein. wärst du gestorben. Ich hätte sie nicht unbedingt verheilen müssen. Ja, aber solange dich keiner aufweckt, musst du die weitermachen. Nein, wenn ich dreimal richtig geworfen habe, einen guten Wurf habe, dann stehe ich mit einem HP wieder auf. Wenn du drei Fails hast, stirbst du. Wenn du drei Saves hast, stehst du wieder auf. Auch noch eine Heilung, na super. Kann man wahrscheinlich auch ein Solo-Run draus machen. Würde ich sagen,
belassen wir es hierbei, wenn ihr mit euren Stufenaufstiegen fertig seid, weil dann kann der Rest das nächste Mal, wenn wir weitermachen, seinen Stufenaufstieg dann auch erledigen und danach geht's dann ab in den Wald. Dum, dum, dum. Für den ich mir was Interessantes einfallen lassen habe, was ich euch eigentlich heute zeigen wollte. Das stimmt nicht, Kyria. Du bist dann nicht, stehst nicht mit einem HP wieder auf. Du Doch. Liegst mit 0 HP unbewusstlos da, liest die Regeln. Nein, lies die Regeln genau. Wenn du dreimal ein Save hast. Ja, ich habe die Regel gerade gelesen, dann liegst du bewusstlos da. Das wäre auch ein bisschen so, suchen wir es nochmal aus. Wenn es dann wieder aufstehen würde. Du stehst nach 1d4 Stunden mit einem HP wieder auf. Aber die müssen erstmal vergehen, während der Typ neben dir steht. Ist auch ein bisschen sinniger, ja. Ja. Hast du neue Zauber dazu bekommen? Also Zauberslots? Ich? Ich bin gerade am gucken, ich suche noch. Die Zauberslots habe ich noch nicht gefunden. Ich kann mich auf jeden Fall jetzt als Bonus-Action in Tier verwenden. Oh. Ja. Und ich muss mir eine Spezialisierung aussuchen. Also Abjuration, Transmutation, was weiß ich. Da muss ich mir jetzt mal reinlesen, was dauert. Ja, ich habe einen dritten Spell-Slot bekommen, aber keinen neuen Spell-Grad. Also ich kann jetzt 3 First-Level Zauber machen. Wenn du ein 20, ein Critical Success würfelst, dann stehst du mit einem HP wieder auf. Ah, okay. So war das. Und wenn du eine 1 würfelst, bist du instant tot. Nein, das ist nicht richtig. Wenn du dann hast du zwei Fails. Aber du bist in der Regel dann meistens so gut wie tot. Es gibt aber echt krasse Fähigkeiten. Wenn ich mich jetzt auf Nekromantie spezialisieren will, dann könnte ich mit meinen Zaubersprüchen, wenn sie treffen, Lebenspunkte abziehen. In Höhe des Spruchlevels. Klingt gut, tu das. Du hast bis jetzt, glaube ich, noch nie einen Schadenspunkt bekommen, oder? Ich glaube doch einmal in dieser Messersticherei in dem einen Tunnelgang. Aber nicht so häufig, ja. Ich glaub, du stehst ja auch meistens sonst wo am Arsch der Welt. Ich mach gut Schaden, wenn ich Schaden machen will. Das Interessante ist, dass Gero bisher auf jeden Fall bis zur heutigen Sitzung mehr Feinde mit seinem Messerchen gekillt hat, als mit Magie. Ja. Ja, die anderen sind alles nur Abstauber. Nö. Verkauf dich nicht unter Wert. Du hast mindestens einen von den Typen in dem ersten Dungeon zu Tode gepiekst. Und den Obermufti, ne? Nicht zu vergessen. Den hast du aber mit ermordet. Ich meine natürlich heldenhaft erschlagen. Ja. Aber ich mache jetzt erstmal den Stream aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das kommt dann später auch auf YouTube, falls ihr zwischendurch Aussätze hattet. Wann die nächste Runde ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir machen da immer so ein Doodle und da trägt sich dann jeder ein, wann wir das nächste Mal Zeit haben. Aber ich versuche es jetzt ein bisschen zeitiger als einen Tag vorher diesmal anzukündigen. Also dann, bis die Tage. Bye, bye.